Ein Team von Archäologen, das im äußersten Norden Sambias Ausgrabungen durchführte, stieß auf etwas, das unser gesamtes Wissen über die frühen Menschen verändern könnte. War es ein Walkman? Nein. Es handelt sich um eine hölzerne Struktur, die vor etwa einer halben Million Jahren erbaut wurde. Die älteste ihrer Art auf der Erde. Die Konstruktion besteht aus zwei Baumstämmen, die so zurechtgesägt wurden, dass sie zusammenpassen, ähnlich wie bei den Lincoln Logs, jenen Spielzeugbausätzen. Es gibt keine Möglichkeit, dass zwei Baumstämme einfach den Fluss hinuntergetrieben und auf diese Weise natürlich zusammengefügt worden wären. Sie wurden mit scharfen Werkzeugen bearbeitet, bevor der Homo sapiens oder moderne Menschen in Afrika auftraten. Forscher wissen nicht, welche Art von alten Menschen in der Lage gewesen sein könnte, so etwas zu erschaffen. Aber sie waren ziemlich gut im Planen und haben vielleicht sogar eine Art Sprache verwendet, um ihre Bauvorhaben zu besprechen. Es bedeutet auch, dass wir nicht so sicher sein können, dass die Menschen der Steinzeit nur umherziehende Nomaden waren. Sie könnten sesshafter gewesen sein, als wir dachten, mit genügend Ressourcen, um an einem Ort zu bleiben. Das Finden von hölzernen Gegenständen aus der Steinzeit gleicht der Suche nach einer Nadel im Heuhaufen, da sie im Laufe der Zeit zerfallen. Ähnlich wie Beethoven. Aber dieses wurde in der Nähe der Kalambo-Fälle, nahe der Grenze zwischen Sambia und Tansania, gefunden. Die Konstruktion könnte ein Weg, ein Lagerplatz für Brennholz oder Lebensmittel oder eine Basis für einen Unterschlupf gewesen sein. Sie wurde in wassergesättigten Sedimenten, die keinen Sauerstoff enthielten und die Konstruktion frisch hielten, gut konserviert. Die Entdeckung zeigt Spuren von Werkzeugen, die verwendet wurden, um die beiden Teile zusammenzufügen. Archäologen haben außerdem vier antike hölzerne Werkzeuge an der Fundstelle ausgegraben. Einen Keil, einen Grabstock, einen abgehackten Baumstamm und einen Ast mit einer Kerbe, alle datiert auf über 300.000 Jahre zurück. Wissenschaftler analysierten die Mineralien im Sand um die Fundstücke herum und verwendeten eine Technik namens Lumineszenzdatierung, um das Alter der Funde zu bestimmen. Experten sind der Meinung, dass sie mehr wassergetränkte Fundstellen untersuchen sollten, da diese möglicherweise mehr Beispiele für antike Holzverarbeitung enthalten könnten. Archäologen müssen beim Umgang mit diesen Funden äußerst vorsichtig sein, um das empfindliche Holz nicht zu beschädigen. Daher verwenden sie Kunststoffwerkzeuge. Das Team, das den Bau gefunden hat, musste das Holz nass halten, damit es keine Spuren menschlicher Aktivität verliert oder bricht. Sie brachten es zur Untersuchung in spezielle Tanks in das Vereinigte Königreich für Unterwasserfotografie. Dort erstellten sie dreidimensionale Modelle des Holzes. Das älteste bisher gefundene hölzerne Artefakt ist ein Stück einer polierten Planke aus Israel, das über 780.000 Jahre alt ist. Es wurden auch einige hölzerne Werkzeuge gefunden, die etwa 400.000 Jahre alt sind und zum Sammeln von Nahrungsmitteln verwendet wurden. Doch keine dieser Funde ist so fortschrittlich wie die Holzkonstruktionen in Afrika. Wissenschaftler haben Baumwollfasern aus dem alten Nahen Osten gefunden, die 7000 Jahre alt sind, die ältesten ihrer Art. Der Fundort gleicht einer Zeitkapsel mit Lehmziegelgebäuden, die allerlei antike Schätze bergen und uns einen Einblick geben, wie das Leben damals war. Es wurden bereits Anzeichen alter Festlichkeiten gefunden, einschließlich Verstecke für Lebensmittel. Normalerweise zerfällt Zeug aus dieser Ära zu Staub. Aber dank ausgeklügelter Mikroskope können Experten tief in die vom Standort gesammelte Sedimente eintauchen und alle Arten organischer Überreste entdecken, einschließlich dieser Baumwollfäden. Früher dachte man, dass die Stoffe hier aus lokalen Pflanzen hergestellt wurden. Aber es scheint, als wäre diese Baumwolle möglicherweise aus der Indus-Region, dem heutigen Pakistan, gekommen. Das antike Dorf Tel Zaf könnte vernetzter gewesen sein, als wir dachten, Teil eines internationalen Handelsnetzwerks. Es gibt weitere Beweise, die diese Idee unterstützen, wie Perlen aus Anatolien, Rumänien und Ägypten, sowie Keramik aus anderen Ländern. Der bisher älteste bekannte Lederstiefel, der gefunden wurde, wartete 5500 Jahre lang in einer Höhle im heutigen Armenien. Ein britischer Archäologe stolperte in einer Grube unter einem zerbrochenen Krug über dieses Juwel.
Neben dem Schuh befanden sich eine Schulterblattknochen eines Hirsches, Hörner eines Wildziegen, eine Fischwirbel und einige verstreute Tonscherben. Das klingt für mich, als wäre es ihre Mülldeponie. Der Schuh selbst ist ziemlich einfach, aus einem einzigen Stück Rindsleder gefertigt, das um den rechten Fuß gewickelt und mit einer Lederschnur durch Ösen zusammengehalten wird. Um die Form zu bewahren, stopften sie etwas Gras hinein. Wissenschaftler sind sich nicht sicher, wer diesen Schuh trug, aber sie verwendeten die Radiokarbonmethode, um sein Alter zusammen mit dem Grasfüllmaterial zu bestimmen. Diese Schuhe sehen denjenigen sehr ähnlich, die die Menschen heute noch auf den Aran-Inseln in Irland tragen. Die gleiche Technik und Methoden zur Herstellung dieser Schuhe blieben in Europa bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts erhalten. In der Nähe von Leipzig fanden Bagger ein Grab aus etwa 2500 Jahren vor unserer Zeitrechnung, gefüllt mit über 100 sorgfältig aufgereihten Hundezähnen. Diese Zähne könnten Teil einer schicken Klappe für eine Handtasche gewesen sein. Das Leder oder der Stoff, der das Ganze zusammenhielt, muss im Laufe der Jahrhunderte verschwunden sein. Wenn das stimmt, wäre das die älteste Handtasche der Welt, aus der Steinzeit. Hundezähne in Haarschmuck und Halsketten für Frauen und Männer waren damals laut Experten in Mode. Der Besitzer der Tasche muss aufgrund der verwendeten Materialien einen hohen sozialen Status gehabt haben. Nicht zu vergessen all die zahnlosen Hunde. Es scheint, dass die ältesten von Menschen gefertigten Musikinstrumente antike Flöten aus Vogelknochen und Mammutelfenbein sind. Sie wurden in einer Höhle im Süden Deutschlands entdeckt, einem Ort, der frühe Anzeichen menschlicher Besiedlung in Europa zeigt. Mithilfe der Kohlenstoffdatierungsmethode haben Wissenschaftler das Alter der Flöten auf ungefähr 42.000 Jahre datiert. Laut den Experten könnten diese musikalischen Gerätschaften zum Spaß oder während religiöser Zeremonien verwendet worden sein. Einige Experten glauben, dass Musik uns geholfen haben könnte, größere soziale Kreise zu bilden und unser Territorium im Vergleich zu den Neandertalern zu erweitern. Diese verschwanden vor etwa 30.000 Jahren aus der Geschichte. Im Jahr 2020 entdeckte ein Team von Wissenschaftlern in Frankreich eine Schnur, die ein Viertel von 25 Millimetern lang war. Archäologen fanden ein Stück Seil neben einem Steinwerkzeug. Diese gedrehten Fasern könnten für alles verwendet worden sein, von der Herstellung von Kleidung bis hin zu Fischernetzen. In der Vorgeschichte war dies eine fortschrittliche Technologie und die Neandertaler schienen sie gemeistert zu haben. Wissenschaftler wussten bereits, dass diese frühen Menschen Teer aus Birkenrinde herstellten und dass sie Muschelperlen produzierten. Es gibt sogar Beweise für Neandertalerkunst. Die Entdeckung von Schnüren und ähnliche Funde beweisen, dass unsere Vorfahren von vor vielen tausend Jahren nicht so primitiv waren, wie sie oft in der Populärkultur dargestellt werden. Im 19. Jahrhundert fanden die Franzosen eine zerbrochene Platte aus schwarzem Granit aus dem Jahr 196 vor unserer Zeitrechnung. Der Stein enthielt einen Text in drei Schriftarten: Altgriechisch, ägyptische Hieroglyphen und Demotisch. Ein französischer Philologe, Jean-François Champollion, war der Erste, der den Code knackte. Ihm gelang es, die griechischen Buchstaben den ägyptischen Schriftzeichen zuzuordnen. Endlich konnten wir Hieroglyphen lesen. Der Name des Granitstücks, das dies alles möglich machte, war der Stein von Rosetta. Mit seiner Hilfe konnten Wissenschaftler unter anderem Papyrusaufzeichnungen entschlüsseln, die beschreiben, wie die Pyramiden in Ägypten gebaut wurden. Ein britischer Archäologe, Sir Arthur Evans, grub zu Beginn des 20. Jahrhunderts einen riesigen Palastkomplex in Knossos aus. Dies war das Zentrum der minoischen Kultur. Der Palast verfügte über mehr als 1000 Räume mit farbenfrohen Gemälden von Delfinen, Greifen und Stieren. Doch ihr größter Fund wurde zunächst übersehen: Tausende von gebrannten Tonscheiben. Das Feuer, das den Palast zerstörte, half dabei, die Tafeln zu erhalten. Niemand konnte die Tafeln lesen, da sie in einer unbekannten Sprache verfasst waren. Die wissenschaftliche Gemeinschaft musste ein weiteres halbes Jahrhundert warten, bevor Michel Ventris den Code knackte. Er war ein englischer Architekt und Kryptograf, der Griechisch und Latein studiert hatte. Er entdeckte, dass die Schrift eine archaische Form des Griechischen war.
Es war die älteste entschlüsselte Sprache Europas, Linea B. Während der späten Bronzezeit verschwand die griechische Zivilisation, die diese Schrift verwendete.